Unsere Schatzkammer leert sich. So, jetzt kann ich mal wieder ein bisschen hochsetzen. Jetzt kommt nämlich das Boot rein. Das gute Brot, das gute Brot. Oh Gott, und jetzt habe ich das Gold nicht mehr. Gold fließt in die Schatz. Eine Botschaft von eurem Informanten. Nächstes Feuer. Und da hat es den Bäcker zerrissen. Mit dem ganzen Mehl in der Hand. Ins Da. Ihr Schweine. Da war das gerade das Korn geschnitten. Och nein. Ich habe doch sowieso immer so wenig Holz. Apropos wenig Holz. Müssen die jetzt alle dahinter gehen zum Holzhacken? Die Nahrungsvorräte sind sehr knapp, Sire. Machen wir mal doch ein paar mehr. Wir haben beinahe keine Nahrung mehr, Sire. Ich brauche mehr Holzhackersticks. Eine Botschaft von eurem Informanten. Der ist eh leer. Viel Spaß. Einige Vogelfreier aus den Wäldern sind zu uns zurückgekehrt, my Lord. Oho, ein positives Ereignis, sowas gibt's. Banditen treiben in der Nähe der Burg ihr Unwesen, euer Lordschaft. Ach, schon wieder. Nicht, dass es langsam langweilig wird oder sowas, aber es könnte vielleicht anfangen zu nerven. Eure Beliebtheit sinkt. Mein Bogen ist euer. Los! Haben die meine Holzfäller kaputt gemacht? Die Leute verlassen die Burg. Ach, stimmt. Nahrung, da war was. Unsere Goldvorräte wachsen stetig, Sire. Bleibt halt. Hier ist es schön warm. Das Volk scheint euch nicht geneigt zu sein. Und diesmal gibt's keinen Baden, der mir den Arsch rettet. Also ich glaube, diese Mission wird ein Fail. Ich glaub's natürlich nur. Es sind nicht genügend Arbeiter vorhanden, um das Gebäude zu verwalten. Das Volk ist euch wohlgesonnen. Banditen treiben in der Nähe der Burg ihr Unwesen, euer Lordschaft. Es werden auch langsam immer mehr. Manchmal hilft nur Muskelkraft. Zum Glück habe ich viele Steine parat. Die Nahrungsvorräte sind sehr knapp. Wir haben den feindlichen Angriff überlebt. Unsere Lebensmittelvorräte wachsen, Sire. Unsere Schatzkammer leert sich. So, noch ein bisschen dran. Wir liegen alarmierende Berichte vor, dass Wölfe sich im Land befinden. Das Volk fürchtet sich, my Lord. Und ich krieg hier bald einen Herzkollaps, wenn ihr weiter mit diesen blöden Wolfsmeldungen weitermacht. Wölfe greifen an, my Lord! Wölfe weg. Das Volk ist euch wohlgesonnen, euer Alles Gnaden. Gut. Alles toll? Nein, nicht alles toll. Unsere Goldvorräte wachsen stetig, Sire. Ihr verwöhnt uns, my Lord. Ja, muss ich ja irgendwie. Ist ja nicht unbedingt so, dass ich eine Wahl habe. Eure Beliebtheit steigt. So, fangen wir mal den Streitkörper an. Was haben wir denn schon alles? Ja, wir sind ja unglaublich nah am Ziel schon dran, dafür, dass die Zeit schon so weit fortgeschritten ist. Unsere Kühe werden von einer eigenartigen Krankheit dahingestreckt, my Lord. Ach, und ich dachte schon, er hätte es verlernt. Ein guter alter Lord. Hm.
Und ich hatte schon Angst, er hätte es verlernt. So. Unsere Kühe werden von einer eigenartigen Krankheit dahingestreckt, my Lord. Schon wieder. Keine Veränderung in der Schatzkammer, my Lord. Das Volk liebt. Unsere Goldvorräte wachsen stetig, Sire. Achtung, Sire! Waffen geschultert, eure Lordschaft! So, wenn ich mich jetzt ein klein bisschen ranhalte, hätte ich vielleicht sogar noch eine Chance, dass es klappt. Wir haben beinahe keine Nahrung mehr, Sire. Ich will es nicht so nah ranbauen, aber... Die Nahrungsvorräte sind sehr knapp, Sire. Das hier ist auch nicht unbedingt das Platzwunder. Es sind nicht genügend Arbeiter vorhanden, um das Gebäude zu verwalten. Ach, das gab's ja auch noch. Ja, die Outlands gibt's auch noch für Häuser. Unsere Kühe werden von einer eigenartigen Krankheit dahingestreckt, my Lord. Schon wieder. Also, der ist jetzt wieder ziemlich in Metzellaune. Also, das wird wirklich ein bisschen knapp. Klein bisschen. Gaukler sind in die Stadt gekommen, my Lord. Ach, und da fällt mir gerade auf. Für die Anzahl an Waffen, die ich brauche. Die Nahrungsvorräte sind sehr knapp, Sire. Brauche ich mehr als eine Waffenkammer? Wir haben beinahe keine Nahrung mehr, Sire. So. Ach Gott. Merken, falls ich jemals irgendwann eine Partei aufmache oder irgendwie mich für die Wirtschaft einsetzen will. Lasst mich irgendwie von der Bildfläche verschwinden. Ich glaube, das ist das Beste. Entführt mich und kettet mich irgendwo fest oder sowas. Ich und Wirtschaft, das ist vielleicht doch keine so gute Idee. Es werden Waffen zur Stelle erreichbar, Sire. So, wir haben jetzt zwei Mühlen. Das heißt, ein paar Bäckereien mehr könnten da auch nicht schaden, aber... bauen wir mal ein paar dahin. Und noch einen Brunnen in die Mitte. Banditen treiben in der Nähe der Burg ihr Unwesen, euer Lordschaft. Dann so ein bisschen hier hin und dahin. Und dorthin und... Da auch eins und da. Und da. Eure Beliebtheit sinkt. Das Volk hat eine hohe Meinung von euch, my Lord. Sind die Banditen weg? Sind alle Gallier weg? Gold fließt in die Schatzkammer, Sire. Wo sind die Banditen? Das Volk ist euch wohlgesonnen, euer Gnaden. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass jetzt kein Feuer mehr kommt. Ich krieg zu langsam Eisen. Ach, ich glaube, wir schaffen das eh nicht mehr, aber ich kann es versuchen. Ich versuch's jetzt noch. Ich kämpfe bis zum Ende. Excalibur. Banditen treiben in der Nähe der Burg ihr Unwesen, euer Lordschaft. Schon wieder was. Unsere Schatzkammer leert sich. Achtung! Achtung! Und los! Was wünscht ihr? Und da fliehen sie wieder. Tschüss. Bleibt das nächste Mal ein bisschen länger. Ich backe auch extra Kekse. Unsere Schatzkammer leert sich. Das Volk ist sich euer nicht sicher, Sire. Jeder mit Verstand ist es natürlich nicht.
Banditen treiben in der Nähe der Burg ihr Unwesen, Euer Lordschaft. Jetzt hört halt auf, Leute. Es kommen Leute zur Burg. Holzfäller? Das sieht man, kämpfen kann ich. Aber wenn es um Burgverwaltung geht, schnell weg. Eure Beliebtheit steigt. Ihr Streitkolben. In diesem Gebäude gibt es keine Arbeit, Sire. Wenn ich nicht immer nur solche Holzprobleme hätte. Und Nahrungsprobleme. Unsere Schatzkammer leert sich. Das Volk liebt euch, my Lord. Einfach mal so stellen. Ich hoffe, das reicht jetzt fürs Ende. Dass jetzt die Nahrung auch nicht so schnell weggeht. Weil, nicht, dass es jetzt am Ende an den Broten scheitert. Machen wir's einfach mal. Banditen treiben in der Nähe der Burg ihr Unwesen, euer Lordschaft. Wenn es jetzt nochmal abbrennt, ich hab's wenigstens versucht. Waffen geschultert! Ja, schon wieder weg. Okay. War schön, dass ihr uns besucht habt. Einige Vogelfreier aus den Wäldern sind zu uns zurückgekehrt, my Lord. Die Vogelfreien sind übrigens so kleine Verstärkungstruppen halt. Immer in grün. Banditen treiben in der Nähe der Burg ihr Unwesen, euer Lordschaft. Wie viel brauchen wir? Na endlich, was gibt's, Mutter? Banditen treiben in der Nähe der Burg ihr Unwesen, euer Lordschaft. Sehr viel Zeit bleibt wohl nicht mehr. Ich bin aber ein bisschen nah dran. Naja, unter anderen Umständen hätte es vielleicht klappen können, aber ich glaube, das wird nichts mehr. Das mit den Steinen könnte noch klappen, wenn ich hier mal so ein paar kleine Tricks anwende, ein paar böse, gemeine, aber Streitkolben schaffe ich halt nicht mehr. Einige Vogelfreier aus den Wäldern sind zu uns zurückgekehrt, my Lord. So. Banditen treiben in der Nähe der Burg ihr Unwesen, euer Lordschaft. Oh, Stein haben wir geschafft, aber Streitkolben sind mir so weit entfernt. Das klappt nicht mehr. Banditen treiben in der Nähe der Burg ihr Unwesen, euer Lordschaft. Na ja, gut. So viel zum Thema mit der einen Aufnahme. Ja, keine Chance. Die sind so gut wie tot. Ich glaube, ich brauche dann wohl doch Nerven. Nerven. Ihr seid besiegt. Erschreckt ihr mich schon wieder so, ihr kleinen Wollpilze? Ihr Wolfspilze. Ja, mit diesem lustigen Bildchen verabschiede ich mich mal von dieser Aufnahme. Ja, beim nächsten Mal gehen wir es nochmal an. Ich hoffe besser. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.